Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Kristall. Wir befinden uns im Geheimversteck von Team Rocket und dieses Geheimversteck befindet sich wiederum in Mahagonia City. Wir kümmern uns erstmal hier um die wild gewordenen Pokémon. Das wäre ziemlich nice, das würde ihnen auch gut tun, denn sie werden negativ beeinflusst von den Radiosignalen. Und deshalb sind wir auch hier im Geheimversteck mit Siegfried zusammen. Siegfried sollte sich, ja, eine Etage tiefer jetzt befinden. Und dort sollten wir auch demnächst ankommen. Vorher gibt es noch zwei Pokémon, um die wir uns kümmern werden. Ansonsten sollten wir uns, ja, diese Etage im letzten Part komplett angeschaut haben. Ich habe euch auch gezeigt gehabt, was passiert, wenn man den Teleporter benutzt. Den Schalter haben wir auch aktiviert. Danach gab es ja auch, oh nee, ne? Zwei Trainerkämpfe, Finale. Boah, ich habe das noch mit 5 Kraftpunkten ausgehalten. Eieiei, das gibt's doch nicht, Smogon. Oh, ich muss mich kurz beruhigen, Leute. Ich war eben gerade innerlich ziemlich aufgeregt und aufgedreht. Eieiei, das war jetzt mega bitter, Mann. Ui. Gut, dem Radikal geht's gut. Radikal ist noch am Start. Sehr, sehr schön. Ah, jetzt hat es wieder 8 Kraftpunkte, da es gerade ein Level abgenossen hat. Nice. Noctu, du bekommst auch nebenbei einen super Trank. Und dann machen wir sofort weiter. Mal schauen, wie weit wir in diesem Part kommen werden. Ich gehe davon aus, dass wir allerspätestens im nächsten Part den Laden hier verlassen sollten. Voltoball, Level 23, aber kein Shiny. Okay. Ebenfalls mit Hyperzahn angreifen. Leider kann ich Lehmschelle nicht mehr einsetzen. Wäre ziemlich nice, aber Hyperzahn geht auch klar. Treffer war da. So, was passiert jetzt? Noch ein Pokémon. Okay, doch keine 2, sondern 3. Da habe ich wohl falsch gerechnet. Ich dachte, die Pokémon erscheinen immer, wenn man nur auf der grauen Fläche steht. Aber gut, auf der weißen Fläche geht das auch so, wie es aussieht. Ach weh, du setzt jetzt auch Finale ein. Volltreffer wäre nice. Treffer ist ja erstmal super, weil das ist ja auch keine... Ey, Mann! Mist! Mist! How dirty! Ich hab Radikal verloren! Oh nein! Das tut jetzt gerade weh, Mann. Sorry, dass ich den Satz von eben auch nicht zu Ende gebracht habe. Man hat ja keine Garantie dafür, ob das gegnerische Pokémon doch eine andere Attacke einsetzen wird. Ach, ich komme gerade überhaupt nicht klar. Dass ich jetzt Radikal verloren habe, ist mega schade. Mega, mega schade. Gut, was soll's, da muss ich jetzt durch. Aber Radikal werde ich höchstwahrscheinlich noch im Team lassen, wegen Zertrümmerer und Stärke zum Beispiel, ne? Das sind die Attacken, die wir brauchen. Ätzend. Bist du in Ordnung? Naja, geht so. Deine Pokémon sind müde und verletzt. Gib ihnen ein wenig von meiner Medizin. Ach ja, stimmt. Das hatte ich ja auch im letzten Part erwähnt gehabt. Eigentlich war das unnötig, dem Noctu einen super Trank gegeben zu haben. Vielleicht auch nicht. Okay, Knofenso und Radikal. Euch kann ich leider nicht mehr einsetzen. Aber diese 4 Pokémon. Ey, das tut jetzt mega weh in der Brust. Eieiei. So, hier kommen wir nicht durch. Wir benötigen ein Passwort. Und dieses Passwort bekommen wir nur, wenn wir gegen diese Leute hier kämpfen. Irgendjemand von denen hat das Passwort am Start. Du miese kleine Ratte. Wen nennst du hier eigentlich miese kleine Ratte? Wenn du nur wüsstest, wie mies gelaunt ich bin. Die erste finale Attacke habe ich ausgehalten, aber die zweite... Nee, Mann. Schade. Kann es vielleicht sein, dass ich viel zu wenige Kraftpunkte am Start hatte? Ja, das könnte auch sein. Um ehrlich zu sein, davon ausgegangen, dass ich die Attacke vielleicht nochmal mit 5 Kraftpunkten oder so aushalten werde. Ja, ist nun mal so passiert jetzt, ne? Da muss ich jetzt durch. Vielleicht fange ich mir irgendwann nochmal ein Radfratz oder ein Radikal. Aber wehtun tut er schon, da Radikal gerade das 29. Level erreicht hatte. Und es tut einfach nur gut, wenn man weiß, da hat man noch ein Pokémon im Team, welches ja ziemlich stark ist. Wie zum Beispiel Gyarados oder Enton. Oder meinetwegen die Noctu. Ja, da muss ich jetzt durch. Sobald wir das Geheimversteck
sicher im Heil verlassen haben, werde ich mir höchstwahrscheinlich auch irgendetwas ausdenken müssen. Ich habe ja auf jeden Fall in den letzten Parts einige Pokémon gefangen. Die Türe öffnet sich nicht. Nun, oh, sie ist passwortgeschützt. Nur Team Rocket hat Zugriff. Genau das meinte ich. Deswegen werden wir uns mit diesen Kollegen anlegen. Mit ihnen auch nach den Kämpfen ab jetzt immer kurz sprechen. Es sei denn, sie sprechen uns direkt an. Aber ich kann mich daran erinnern, dass man sie schon selbst ansprechen musste, damit sie einem das Passwort nach den Kämpfen verraten. Aber erstmal müssen wir die richtigen Trainer finden. Okay, Konfusion oder Surfer? Ich setze mal Surfer ein. Step-Attacke und so. Albert Level 18. Da geht klar für Anton. Level 33, das ist genau das Level, was ich mir für Anton wünsche, weil auf dem Level wird es sich dann zu Anton weiterentwickeln. Das wäre so unnötig, Surfer einzusetzen. Ich glaube, ich lasse mich gerade ein bisschen gehen. Innerlich beschäftige ich mich dennoch damit, dass Radikal K.O. gegangen ist. Level 29, nice, nice. Vulkanischer Kopf hoch, so ist das. Du weißt ja, wie Nuzlocke Challenges verlaufen. So, Izzet, ich glaube nicht, dass du ein Passwort hast. Ich bin doch nur ein Rüpel. Haha, ich kenne das Passwort nicht. Verdammt! Hey Siegfried, was geht? Man benötigt 2 Passwörter, um Zutritt zum Quartier des Bosses zu bekommen. Nur ein paar Mitglieder von Team Rocket kennen sie. Diese Auskunft hat mir dieser Rocket gegeben. Kann schon los, holen wir uns die Passwörter. Okay, Siegfried, ich bin dabei. Okay, wer könnte denn hier das Passwort haben? Hier sind 2 Leute, wir sprechen die mal an. Ja, du arbeitest früher für Sylph und so. Okay, ein Kind wie du mischt sich ein. Naja, was heißt, ich mische mich ein? Ich muss hier mitmachen, damit ich in Mahagonia City den Arenaleiter oder die Arenaleiterin herausfordern kann. Das ist mein Problem, weißt du, Forscher? Und ihr steht nie eigentlich gerade im Weg. Daher muss ich ja logischerweise etwas dagegen tun. Ich meine, ich bin euch ja nicht im Weg. Ihr seid mir im Weg. Und das nervt. Smogon wurde besiegt. Ja, diesem Smogon haben wir keine Chance gegeben, Finale einzusetzen. Das wilde Smogon ist stärker als das Smogon von dem Forscher. Da wir es sofort mit Surfer besiegt haben, wie soll ich das sonst verstehen? Aber Moment mal, ich kämpfe jetzt mit Anton. Krass, Radikal hat auch Hyperzahn eingesetzt. Hyperzahn ist weniger heftig als Surfer. Wie jetzt? Nur wegen eines kleinen taktischen Fehlers. Pass mal auf. So, okay. Ach ja, hast du das Passwort? Ein Radiosignal, bla 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 bla. Ach, der Kollege ist dafür verantwortlich und er lobt sich selbst dafür. Voller Idiot. Ob ich das Passwort weiß? Vielleicht? Schwächlinge werden es nie erfahren. Okay, dann muss ich hier auf jeden Fall beweisen, dass ich kein Schwächling bin. Deswegen werden wir unser Bestes geben in diesem Kampf. Okay, Rettan. Aha, du hast aber die Fähigkeit Bedroher nicht in der zweiten Gen. Ja, blub, 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 blub. Anton, du machst einen guten Job. Ich kämpfe jetzt die ganze Zeit mit Anton, weil Gyarados ist schon auf Level 30. Und ich will, dass sich Anton weiterentwickelt, aber ich könnte tatsächlich auch mal Noctua einsetzen, da es selbst noch, glaube ich, Level 28 ist. Vielleicht werde ich Anton im Privaten weiterentwickeln lassen. Ja. Wäre gar nicht mal so schlecht, liebe Leute, dass wir uns darum kümmern. Ich habe das irgendwie so in der Erinnerung, dass der Arenaleiter oder die Arenaleiterin der 5. Gen sich auf den Typ Stahl spezialisiert hatte. Oh, Verwirrung. Triff dich selbst. Nein, da kommt doch eine Pflanzenattacke. Aber die sollten wir doch aushalten, oder? Wegen dem Levelunterschied. Aber sowas von. 11 Kraftpunkte. Und tschüssi, Doofy. Keine Chance. Sie hat 3 Pokémon, oder? 2 wären nice. Ja, nice, sie hat nur 2. Oder sie hatte 3 und ich habe sie alle besiegt, ich habe es vergessen. Okay, sie hat das Passwort. Man muss sie selbst ansprechen. Das Passwort zum Büro vom Boss lautet Flagman-Route. Es ist aber nutzlos, denn du benötigst 2 Passwörter. Ja, ist doch kein Problem, Madame. Dann kümmere ich mich jetzt um das 2. Passwort. Was haben wir denn hier und da? Oh, hier ist ein Item. Eisheiler. Ja, ab jetzt kann man sich Eisheiler-Items klar machen. Okay, dann schauen wir mal hier weiter. Kann es sein, dass da oben rechts, wo ich gerade war, eine Treppe ist? Mist. Du forderst mich zu einem Kampf heraus? Bist du dumm oder so? Aber du hast Mumm. Das mag ich, weißt du. Falls du mich besiegst, dann verrate ich dir ein Passwort für das Bilder vom Boss. Der Typ
Ist nicht angetrunken, Leute. Nein, nein, der ist besoffen. Okay, mal gucken. Der hat ein Pokémon auf jeden Fall. Mindestens ein Pokémon. Nicht, dass er den Pokéball mit einem Volteball verwechselt hat und sich wundert, warum er die ganze Zeit so Schläge bekommt, Elektroschläge von der Seite. Ach, bleib doch jetzt an meinem Gürtel fest. Leid. Donnerschock. Okay. Radikal, ja, wenn ich das Pokémon sehe, werde ich genervt. Egal, am besten so schnell wie möglich vergessen, was in den ersten Minuten passiert ist. Level 30, Anton ist fleißig. Jetzt denke ich mir, ich hätte das Sonderbonbon-Item aufheben sollen, am See des Zorns. Hast du etwa das Passwort? Das Passwort für das Büro vom Boss? Ich glaube, es lautet Radikalroute. Der hat wirklich das Passwort am Start. X-Spezial-Item, okay, was gibt es hier noch für ein Item? Protein, auch nicht schlecht. Kann man sich gerne zulegen. Ich bin gerade nur ein bisschen faul, mich um den Beutel zu kümmern. Außerdem möchte ich gerne Zeit sparen. Okay, dann schauen wir mal hier weiter. Ist hier tatsächlich eine Treppe? Ja. Oder wollen wir zurück? Ich glaube, hier müssen wir jetzt gerade gar nicht sein, eigentlich. Nee, PC funktioniert hier nicht. Warum gibt es diesen Laden hier? Ist hier vielleicht ein Rüppel? Ja, aber wir kämpfen gegen ihn. Oh, ein Kind, ich mag das zwar nicht, aber ich muss dich ausschalten. Ja, wie bereits im letzten Part erwähnt, da das ein Nuzzle-Challenge ist, möchte ich jetzt ungern Trainerkämpfen aus dem Weg gehen. Ah, ich bin immer noch mit Anton am Kämpfen, das habe ich vergessen. Okay, ich ziehe das nochmal schnell durch mit Anton hier. Und danach ist Noctu dran. Es reicht ja jetzt erstmal, dass wir zwei Pokémon auf dem 30. Level haben im Team. Das Lustige ist, beide Pokémon haben den Typ Wasser. Auch nicht schlecht. Zubat. Okay. Ja, da mache ich weiter mit Surfer. Also, bis jetzt haben wir jedes Pokémon, glaube ich, mit Surfer direkt KO'd. Das können wir auch gerne so durchziehen. Da spielt es, glaube ich, keine Rolle, ob Anton jetzt auf dem 27. oder 30. Level ist. Schneller ist es jetzt sowieso. Es sei denn, Radfratz hat jetzt Boxu-Keeper am Start. Prioritätsattacken haben immer Vorrang. Oh. Okay, nice, das war's dann. Sehr schön. Ich wusste, ich würde verlieren. Warum? Meine letzte Mission wurde auch von einem Kind vereitelt. Als wir Pokémon entführten, tauchte ein Kind mit roten Haaren und fiesem Blick auf und hat mich vermöbelt. Ja, das ist der Rival, über den er gerade spricht. Okay, Leute, ich würde vorschlagen, wir lassen mal ein bisschen Noctu lieben, ne? Ja, das wäre gar nicht mal so schlecht. Was ist das eigentlich für ein Team? Ich habe zwei Flug-Pokémon und zwei Wasser-Pokémon am Start. Daraus werde ich gerade überhaupt nicht schlau, Leute. Naja, vielleicht werde ich davon profitieren. Okay, können wir hier diese Tür aufmachen? Hey, da ist ja der Kollege Bowser. Habe ich dir nicht gesagt, dass ich Team Rocket zerschlage? Sag mir, wer war der Typ mit dem Umhang, der die Drachen-Pokémon einsetzte? Meine Pokémon waren keine Gegner für ihn. Die Niederlage macht mir nichts aus. Mit stärkeren Pokémon kann ich ihn besiegen. Was mich wurmt ist, was er zu mir gesagt hat. Er sagte, dass ich meine Pokémon nicht ausreichend liebe und ihnen nicht vertraue. Ich bin wütend, dass ich gegen so ein Großmaul verloren habe. Für Typen wie dich habe ich keine Zeit. Der Typ ist so wie immer aggro drauf. Der hat ja auch Ego-Probleme, der Kollege. Also ich will nicht wissen, wie das bei ihm aussieht, wenn er nachts versucht einzuschlafen. Der dreht bestimmt durch. Boss? Wer bist denn du? Dies ist das Büro unseres Anführers Giovanni. Er trainiert, seit das Team Rocket vor 3 Jahren zerschlagen wurde. Wir sind sicher, dass er eines Tages zurückkehren wird, um das Kommando wieder zu übernehmen. Darum halten wir Wache. Ich lasse nicht zu, dass es hier laut wird. Also, ich finde das schon ziemlich lustig, dass der Rivale uns nicht zu einem Kampf herausfordert und dass man ihn auch hier sieht, im Geheimversteck von Team Rocket. Ich meine, es gab ja irgendwie so ein extra Anime-Part, kann man sich auch auf YouTube reinziehen. Da spricht der Detektor, nee, kein Detektor, was sag ich, der Detektiv, Bell. Hieß der Bell? Nee, ich glaube, der Mann hat einen anderen Namen gehabt.
auf jeden Fall ein Detektiv mit unserem Rivalen, und da wurde halt kurz erwähnt, dass der Vater von Giovanni, dass Giovanni der Vater von unserem Rivalen hier ist. Und ja, da passt das, dass der Kollege hier ist. Ich glaube, als ich das zum ersten Mal gespielt hatte, habe ich es nicht verstanden gehabt, warum er kurz hier erscheint und dann wieder abhaut. Ich meine, jetzt hat er sich darüber aufgeregt, weil Siegfried zu ihm gesagt hat, dass er seinem Pokémon mehr Vertrauen und Liebe schenken und geben sollte. Aber mehr? Wobei, wisst ihr, woran ich gerade denke? Ich denke an Giovanni. Bei Giovanni war das ja auch so, wenn man sich den Pokémon-Film reingezogen hat, als Trainer Rot gegen Giovanni gekämpft hat. Nach dem Kampf ist ihm ja auch wieder so einiges klar geworden. Dass er auch mal einmal seine Pokémon geliebt hatte, ihnen vertraut hatte und sie als Freunde gesehen hatte, nicht als Werkzeuge, die für ihn nützlich sind. Krass, okay. Das finde ich interessant gerade. Okay, ich glaube, ich gehe wieder rüber zu Anton. Ich habe keine Lust, Noctu zu verlieren. Es reicht, dass ich Radikal verloren habe. Jetzt kommt Hyperzahn, das ist richtig böse. Sind wir schneller? Boah, gut, dass da Hyperzahn nicht gekommen ist, sonst hätte ich ein dickes Problem. Eventuell hätte ich tatsächlich ein dickes Problem. Aber ich glaube, wir sind noch nicht durch, auch nach dem Kampf gegen den Vorstand hier. Wir brauchen noch ein Passwort. Ein Smogon. Okay, wieder Surfer. Vielleicht wird dieses Smogon die Surfer-Attacke aushalten. Der Vorstand, vielleicht hat er seine Pokémon anders trainiert. Nö, hat er nicht. Keine Items vergeben. Rocket-Vorstand wurde besiegt. Ich konnte nichts machen. Wieso entschuldigst du dich bei Giovanni? Das darf mich nicht belasten. Ich muss es den anderen sagen. Das Ding ist, diese Jungs und Mädels sind ziemlich traurig, ey. Giovanni ist weg und... ja. Das Passwort lautet... Preise Giovanni. Okay, wir haben jetzt das nächste Passwort. Ich meine, Giovanni macht jetzt sein eigenes Ding. Und die versuchen Team Rocket immer noch irgendwie... sag mal... am Leben zu halten. Und Giovanni, da mische ich dich da ja gar nicht ein. Die Jungs und Mädels hoffen sich einfach nur, dass er so zurückkehrt. Auch was. Meine Ideologie, also meine Vorstellungen und meine damalige Organisation ist wieder aktiv und sie möchten, dass ich diese aufgestellte Gruppe leite. Und nun, wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Okay, wir haben jetzt die TM Raub bekommen. Dann gehen wir wieder zurück. Demnächst müssen wir uns hier um diese Beuteballs kümmern, denen geht's nicht gut. Deswegen müssen wir hier einmal raus. Komplett raus. Hyperheiler, wie jetzt? Nur wegen dem Item komme ich da nicht durch. Egal, ist nicht so schlimm, wir können auch von hier gehen. Halb so wild. Hauptsache, wir erreichen hier die Treppe. Und als nächstes sollten wir dann wieder Siegfried treffen. Genau. Aber erstmal kümmern wir uns hier um diese Tür. Gut, alles klar. Bleib stehen, wo du bist. Ah, was geht denn hier ab? Wir können es nicht zulassen, dass ein Bike hier herumläuft. Das schadet Team Rocket stolz. Wie stark du auch bist. Du kannst es nicht mit uns aufnehmen. Mit uns beiden aufnehmen. Tut uns leid, Vince Link. Jetzt wirst du zermalmt. Boah, das ist ein Dragoran-Batch. So wie in der ersten Folge, als der Protagonist von dem Rivalen weggekickt wurde. Sei nicht so egoistisch. Teile den Spaß. Wie, du hattest einen Komplizen? Wo ist dein Ehrgefühl? Ich, Giovanni Stellvertreter, werde dir zeigen, was es bedeutet, sich mit Team Rocket anzulegen. Ja, das Lustige ist ja, es wurde gar nicht erwähnt, dass Siegfried ein Top-4-Mitglied in der ersten Gen war oder ist. Ich weiß nicht, ob der Protagonist hier das weiß. Vielleicht hat er ihn ja mal irgendwo im TV gesehen und als Fan zugeschaut. Ich geh mal rüber zu Garados.
Und was ist mit den Team Rocket-Mitgliedern? Wissen sie nicht, wer Siegfried ist? Das sieht so cool aus. Ein schillerndes Pokémon. In der zweiten Generation sah das mega cool aus. Ich setze mal Fuchtler ein. Problem wäre nur, dass wir immer verwirrt werden. Aber die Attacke ist zu cool. Viel zu cool. Level 28, nice. Kramux, ja. Geht klar, Level 25. Gut, dass wir Gyarados dabei haben. Boah, heftig. Fuchtler geht sowas von ab. Duflor ist das nächste Pokémon, okay. Entweder sind wir jetzt verwirrt oder wir machen weiter mit Fuchtler. Ja, jetzt sind wir verwirrt. Mal gucken, kommen wir durch. Mist, wir haben uns selbst verletzt. Ätzend. Säure, uiuiuiui. Nicht vergessen, ich bin immer noch verwirrt. Aha. Ja, sehr schön. Damage. Oh, schade. Das ist so nervig. Es hat die Attacke noch ganz knapp ausgehalten. Okay, ich bin nicht mehr verwirrt. Sehr schön, dann können wir Duflor schnell besiegen. Mhm. Das war's dann mit Rocket Vorstand. Du bist wirklich gut, so ein Mist. Wenn du bei Team Rocket einsteigen würdest, wärst du sofort im Vorstand. Nee, ich habe kein Interesse daran. Dieses Versteck ist gesäubert. Das ist gut. Das Sende-Experiment war ein voller Erfolg. Es ist egal, was aus dem Versteck wird. Wir haben höhere Ziele. Schon bald wirst du die wahre Macht von Team Rocket würdigen. Amüsiere dich, solange du noch kannst. Puh, puh, puh. Was ist das denn für ein Lachen? Genug, wir haben hier alle Anhänger von Team Rocket besiegt. Aber der Junge, auf den ich traf, macht mir wirklich Sorgen. Sorry, Kansha, ich habe beobachtet, wie geschickt du bist. Da habe ich mich zurückgehalten. Jetzt müssen wir nur noch dieses merkwürdige Signal abschalten. Und was macht er da? Diese Maschine ist die Wurzel allen Übels. Ich sehe leider keinen Schalter, uns bleibt keine andere Wahl. Wir müssen alle Elektroball, achso, das sind sogar Elektroball. Ich dachte Volteball, besiegen. Das sollte genügen, um die Maschine abzuschalten. Die Pokémon trifft hier keine Schuld. Da fühle ich mich schuldig. Kansha, wir sollten uns besser trennen. Okay, alles klar. Siegfried kümmert sich dann auf die rechte Seite. Ja, genau. Dann kümmern wir uns um die linke Seite. Und diese Sache werden wir dann hoffentlich im nächsten Part angehen. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Macht es gut und tschüssi, Leute.